Kirnberg an der Mank hat einen neuen Vizebürgermeister. Roland Hairli hat dieses Amt gerade ganz offiziell übernommen. GemeindeTV durfte ihn für ein Interview am Gemeindeamt besuchen. Roland Hairli, du bist der neue Vizebürgermeister in Kirnberg. Vielen lieben Dank, dass du uns eingeladen hast, heute auf ein Café vorbeizuschauen. Sehr gerne. Damit wir dich besser kennenlernen. Du bist eigentlich ein Kilber. Was verschlockt dich nach Kirnberg? Ganz einfach erklärt, die Arbeit. Also ich bin auf der Raiffeisenbank Region Schallaburg, mittlerweile 16 Jahre tätig, und es hat sich die Möglichkeit ergeben, dass mein Vorgänger damals zwecks der Liebe nach Osttirol gegangen ist. Also es war der Bankstellenleiter da in Kirnberg und ich war damals 1,5 Jahre bei der Bank. Und dann bin ich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, Bankstellenleiter zu werden. Und ja, die Chance habe ich ergriffen und bin dann da in Kirnberg Bankstellenleiter geworden. Und im selben Zuge sind dann ein paar Gemeinderäte auf mich zugekommen und gesagt, du, wir haben da neue Baugründe. Ja, und so ist dann eins zum anderen gekommen. Und dann bin ich mit meiner Frau halt da Baugrund anschauen gegangen und ja, dann haben wir irgendwann einmal da Haus gebaut. Da geblieben. Was gefällt dir hier besonders gut? Die Gemeinschaft, sage ich jetzt mal, weil es ist ein bisschen, wir sind ein bisschen über 1000 Einwohner, 1100, wie auch immer. Und ja, da kennt fast jeder jeden. Ich meine, ich bin ein gebürtiger Kilber. Für mich war es keine unbekannte Gegend, sage ich jetzt einmal. Und wie gesagt, die Gemeinschaft, die Vereine helfen alle zusammen. Und egal was ist, du kannst jeden fragen und das macht halt Spaß, weil es einfach, wie gesagt, dieses Wort Gemeinschaft, das ist da sehr groß geschrieben. Mhm. Du bist jetzt seit 2 Jahren im Gemeinderat. Du bist sehr viel bei der ÖVP engagiert und bist auch jetzt zum Vizebürgermeister ernannt worden. Warum hast du dieses Amt angenommen? Warum? Ja, wir sind wieder beim Thema Gemeinschaft, weil ich einfach gemerkt habe jetzt in den letzten 2 Jahren, wir haben ein sehr super Team. Ich weiß, das ist immer so ein Floskel, aber das ist da wirklich so. Wir sind ein sehr junges Team auch im Gemeinderat, die sehr engagiert sind. Und ich habe das gemerkt, weil wir haben vor 2 Jahren das erste Mal in Kirnberg ein Ferienspiel auf die Welt gebracht, das trotz Corona sehr, sehr gut angenommen wurde. Somit war das für mich jetzt eigentlich kein Thema, wie das eher kurzfristig gekommen ist, dass ich heute Vizebürgermeister werde, weil ich glaube zu wissen, dass das super passt und dass mich alle da unterstützen. Und darum ist das eigentlich, ja, war das keine lange Überlegung für mich, dass ich das mache, sage ich jetzt einmal. Beruflich hast du es schon kurz angeschnitten. Du warst jetzt 16 Jahre bei der Bank und jetzt soll es aber eine berufliche Veränderung geben. Ja. Darfst du uns das schon verraten? Nein, so ein bisschen umschreiben kann ich das Ganze. Also wie gesagt, ich war jetzt bis 2015 war ich knappe 8 Jahre Bankstellenleiter in Kirnberg. Das hat mir sehr Spaß gemacht und die Reise wird jetzt wieder eher Richtung Kirnberg gehen. Also nach 16 Jahren verlasse ich die Raiffeisen-Familie, war eine lange, schöne Zeit für mich. Ja, es ist noch nicht ganz offiziell, sage ich jetzt einmal, aber in den nächsten Tagen wird es offiziell, aber es wird wieder eher weiter in den Ort gehen. Sehr spannend. GemeindeTV wird da dranbleiben. Rechne mit einem neuen Interview. Ja, okay. Es interessiert uns natürlich auch, wer steckt hinter diesem Titel Vizebürgermeister. Wer ist der Mensch dahinter? Und da habe ich natürlich ein bisschen recherchiert. Du bist 38 Jahre jung. Du bist im Sternzeichen ein Krebs. Jo. Nicht, dass mich das interessieren würde, ehrlich, aber ich bin auch ein Krebs. Deshalb kann ich es ein bisschen deuten, das Geburtsdatum. Du bist verheiratet, hast eben da in Kirnberg ein Haus gebaut. Kinder sind dir sehr wichtig. Du hast selber 3 und du kümmerst dich auch um den Kilber Kinder- und Jugendverein MFG. Was ist das für ein Verein? Ja, MFG zurzeit natürlich in aller Munde, sage ich mal, hat aber nichts mit der Partei zu tun. Und wir haben heuer 10-jähriges Jubiläum. Ist ein Kinder- und Jugendverein, wo einfach das Thema, ich sage jetzt einmal, Miteinander, Toleranz sehr groß steht. Also es gibt Sportvereine und so weiter, wo der Wettkampf im Vordergrund steht. Bei uns steht einfach, es darf jeder kommen. Egal ob grün, blau, schwarz, wie auch immer, sei es jetzt von der Hautfarbe, von der Partei, egal. Uns ist wichtig, dass die Kinder miteinander was machen und den Kindern ist es egal, ob der jetzt da Deutsch kann oder nicht. Also alle 2 Wochen haben wir Gruppenstunden, wir machen Kindermaskenbälle, sofern es es gibt, halt alles vor Corona, sage ich jetzt einmal. Wir fahren mit einer schwimmen, wir machen einmal im Jahr, das ist das große Highlight, fahren wir Wochen Zelteln, was sehr wieder back to the roots, also relativ ohne Strom, wirklich im Zelt mit Selbstversorger. Ja, also das machen wir da und wieder mal eine Woche ohne Handy, ohne Computer und wieder mal die Kinder dürfen Holz hacken und so weiter, Lagerfeuer machen und das nehmen sie gerne an und auch die Eltern. Sehr cool. Also wofür steht bei euch MFG? Achso, das habe ich vergessen, mit Freunden gemeinsam hast das natürlich. Okay. Also wie wir uns damals gegründet haben, war uns einfach, wir brauchen einen Namen, der irgendwo bekannt ist. Und MFG hat man halt vor einer Zeit dann anders
mit einem Abschlusssatz sozusagen. Und für uns war es einfach mit Freunden gemeinsam. Mhm. Okay. Das. Und ihr feiert heuer 10-jähriges Jubiläum und da habe ich ein bisschen durchklingeln hören schon, dass du versuchst, das auch nach Kirnberg zu bringen, diesen Verein. Genau, da ja meine Wurzeln in Kilb sind, ich mittlerweile seit bald 12 Jahren in Kirnberg sesshaft bin, und das durch meine Kinderleins eh schon sehr verschwimmt in den letzten Jahren, sage ich einmal. Das heißt, die Freunde meiner Kinder sind auch schon dabei. Wir machen da eben keinen Unterschied. Und jetzt mit heuer werden wir schauen, dass wir das offiziell eben auch noch eine Zweigstelle in Kirnberg gründen. Weil in Kilb sind wir nach wie vor, da bleiben wir auch. Das passt super und das erweitern wir halt einfach. Also Kinder- und Jugendarbeit ist dir sehr wichtig. Ja. Welche Themen sind dir, dem Roland Hayeli, noch wichtig? Ja, meine Familie natürlich. Wenn man ein Haus hat, natürlich auch Haus und Garten, sage ich jetzt einmal. Tiere, wir haben so einen kleinen Zoo zu Hause, sage ich jetzt einmal. Wir haben Hunde, wir haben Katzen, wir haben Schildkröten, wir haben auch ein paar Reptilien, also zusätzlich zu den Schildkröten. Das ist so ein bisschen so, wie gesagt, unter die Leute gehe, das macht mir sehr Spaß. Und Sport natürlich. Sport ist auch ein sehr großes Thema, was leider in der letzten Zeit ein bisschen zu kurz gekommen ist, aber das jetzt wieder ein bisschen intensiviert werden soll. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, wenn du jetzt Vizebürgermeister bist. Ah, oh ja. Da hast du jetzt ja allerhand zu tun. Und ich komme auch noch einmal zurück zu dem Thema. Was erhoffst du dir denn von diesem Amt? Was erhoffe ich mir? Im Prinzip, dass das jetzt so weitergeht, wie es die Vorgängerin gemacht hat, weil einfach sie hat sehr gute Ideen gehabt. Wir haben jetzt im Vorjahr das erste Mal einen Hort für Nachmittagsbetreuung haben sie gemacht. Wir machen da gleich nebenbei beim Kindergarten die dritte und vierte Gruppe, wird dazu gebaut. Es ist in Planung, dass wir das nächste Jahr das Gemeindehaus umbauen und die Feuerwehr umbauen. Es werden oben Wohnungen sollen gebaut werden. Also es tut sich sehr viel in Kirnberg. Ich hoffe, dass es einfach so weitergeht, auch unter meiner Vizeführung, sage ich jetzt einmal, so wie es war. Das war mir das Wichtigste. Gibt es dann noch weitere, höhere politischere Ziele bei dir? Derzeit, nein, das passt so, wie es ist. Sage ich. Wie gesagt, ich bin jetzt da 2 Jahre im Amt und habe nicht gerechnet vor 2 Jahren, dass ich so schnell Vize werde oder überhaupt Vize werde, um das so auszusprechen. Also weiteres gibt es noch nicht. Das passt derzeit so, wie es ist. Und der Leo sollte noch ein paar Jahre weitermachen. Also der Bürgermeister, das passt schon so. Na, wir bleiben im Kontakt. Ja. Wir werden hoffentlich eine gute Zusammenarbeit starten. Vielen lieben Dank für das Interview und alles Gute dir weiterhin. Danke sehr. Die nächsten Gemeinderatswahlen gibt es 2025. Bis dahin will Herr Irli auf jeden Fall Vizebürgermeister bleiben.